Willkommen zum heutigen Video aus Valencia, Spanien. Ich habe den Oktober entschieden, von hier aus zu arbeiten. Ein Vorteil, wenn man online Geld verdient. Man kann die Location frei wählen, hier im schönen Airbnb. Im heutigen Video gebe ich euch eine kleine Roomtour und wieso ich 3000 Euro bekommen habe, einfach nur dafür, dass ich einen Blog habe und wie du das Ganze ebenfalls starten kannst. Auch haben mich viele gefragt, wie finde ich denn jetzt eine Idee für meine Website, wie starte ich da durch? Deshalb heute auch nochmal ein Teilnehmerprojekt vom Website Business Bootcamp, der noch gar nicht vor zu langer Zeit gestartet hat, aber jetzt schon die ersten 1000 Euro mit Affiliate und so weiter verdient hat. Wie genau er das gemacht hat, zeige ich euch als Sneak Peek in diesem Video. Und bevor wir reinstarten, ein wichtiger Hinweis. Wir haben entschieden, dass wir spontan ein Live-Webinar aus Valencia halten, und zwar am 19. Oktober um 20 Uhr. In diesem Live-Webinar zeige ich dir, wie du online nebenbei, neben dem Vollzeitjob, eine Website erstellen kannst, damit Geld verdienen. Und wenn dich das Ganze interessiert, das ist ein kostenloses Webinar, geht ungefähr eine Stunde. Link ist in der Beschreibung. Sicher dir jetzt den Platz. Dann hast du auch noch die Möglichkeit, im Live-Chat bei dem Webinar mir Fragen zu stellen. Das heißt, wenn du irgendwas wissen wolltest zu Online-Geld verdienen, Website monetarisieren, dann ist da die Chance für dich. Bevor wir die kleine Roomtour hier im schönen Valencia Airbnb machen, die Frage, warum bekomme ich einfach so 3000 Euro? Und die Antwort ist ganz einfach, es nennt sich VG Wort, und ich verlinke dir auch ein Video, wo ich das noch im Detail mal erklärt habe. VG Wort ist ein gemeinnütziger Verein, der aber allen Textschaffenden wie Autoren, aber eben auch Blogautoren Geld bezahlt, weil unsere Urheberrechte vertreten werden durch diesen Verein, und die gehen zu Kopiergeräteherstellern, Bibliotheken und sagen, hey, ihr könnt diese Texte vervielfältigen, deshalb zahlt bitte einen Obolus, der kommt den Autoren zugute. Und keine Ahnung, wie lange dieses Konstrukt noch da ist, aber bedeutet, wir bekommen aktuell 45 Euro für jeden Blogartikel, der online ist. Der muss natürlich ein paar Kriterien erfüllen, 1500 Mal gelesen worden sein im Jahr, 1500 Aufrufe, aber auch das ist relativ einfach machbar. Und in meinem Fall gibt es dann hier einmal im Jahr so eine Ausschüttung, und jetzt kam eben gerade die Ausschüttung für das letzte Jahr, und es gab 3000 Euro. Einfach nur, ihr seht schon hier, für die private Vervielfältigung von Internettexten. Dann kannst du auch so kalkulieren, dass du weißt, ich mache jetzt einmal die Arbeit für diesen Artikel, aber dann bekomme ich einfach jedes Jahr gerade aktuell 45 Euro für jeden einzelnen Blogartikel, und zwar jedes Jahr wieder. Die VG Wort ändert diese Sätze immer, manchmal geht's hoch, geht runter. Ihr seht hier an der Geldschnurrbart-Seite, die brachte 3000 Euro ein. Und ihr kennt vielleicht auch das Website-Projekt von meinem Geschäftspartner und Kumpel Alex, die Website über Astronomie. Und diese Website hat ebenfalls über 1000 Euro einfach bekommen, jetzt im September. Webinar am 19. Oktober. Wenn du das Thema jetzt für dich auch mal in Angriff nehmen möchtest, eine Website zu erstellen, wie du auf eine Idee kommst, dann hier einfach eintragen. Ist Live-Webinar. Ich mal schauen, ob ich mich hier auf die Terrasse setze. Ist sonst von hier drin. Internetverbindung auf jeden Fall gut. Das heißt, Live-Webinar, ungefähr eine Stunde, zeige ich, wie eine Website erstellt werden kann, auf was man achten muss, und danach noch eine Stunde für Q&A, also einfach in Live-Chat schreiben. Webinar einfach hier unten verlinkt. Platz sichern, klicken, dann freue ich mich, wenn wir ein bisschen plaudern, und gleich zeige ich euch, wie ein Teilnehmer vom Bootcamp das Ganze super umgesetzt hat, und zwar zum Thema Ferienwohnung, eine Website drüber gemacht, Instagram, schauen wir uns gleich an, auch wie er die ersten 1000 Euro damit verdient hat. Talking about Ferienwohnung, hier mal eine kleine Roomtour. Einige von euch haben mir auf Instagram geschrieben, sie würden es gerne sehen. Hier also in Valencia ein Airbnb. Kostet rund 2000 Euro für einen Monat. Ich habe mit dem Vermieter geplaudert, also super Wohnung, bisschen über 40 Quadratmeter, 400 Meter vom Strand entfernt in Cabanyal. Wer sich auskennt, Markt direkt gegenüber, also super Lage, super schön, zwei Terrassen. Er hat das Airbnb wunderschön hergerichtet, gibt alles, was ich so brauche, Waschmaschine, Spülmaschine. Und er hat diese Wohnung für rund 90.000 Euro gekauft. Er selbst ist Franzose und lebt hier in der Nähe, kümmert sich also selber drum, hat aber die jetzt für 90.000 Euro gekauft und vermietet sie für rund 2.000 Euro je nach Saison pro Monat.
Und das Ganze ist insofern auch spannend. In Spanien darf man das machen, sobald man länger als 4 Wochen vermietet. Man hat da einfach einen Vertrag aufgesetzt. Das Ganze hat er nicht auf Kredit gekauft, sondern aus Krypto-Trading-Gewinn. Also ja, manche schaffen es auf jeden Fall. Und damit hat er die Airbnb-Wohnung gekauft. Er will jetzt noch weitere in der Nähe kaufen. Was immer spannend ist im Goldrausch, ist Schaufeln zu verkaufen. Und das Ganze macht Sebastian. Er ist Teilnehmer vom Website Business Bootcamp. Und er hat selbst schon Ferienwohnungen hier in Deutschland, die er vermietet. Er weiß da also ganz gut Bescheid schon. Und jetzt hat er einfach eine Website erstellt. Sehr simpel, fewoeinrichten.de mit Blogartikeln, alles, was so wichtig ist, wenn ich entscheide, ich möchte jetzt auch eine Ferienwohnung vermieten. Dann stelle ich mir eben solche Fragen, ja, welches Bett brauche ich überhaupt? Mit ihm habe ich gesprochen, schreibt gerne mal in die Kommentare, falls euch sein Projekt näher interessiert. Er wäre nämlich für ein Interview auch bereit, dann können wir ihn nochmal mehr löchern zu seinem Projekt. Auf jeden Fall, er ist Vollzeitangestellter und hat jetzt mit diesem Blog plus Instagram, also auch hier, ihr seht 350 Follower, das ist noch nicht groß, sondern gerade gestartet, aber trotzdem mehrwertbringende Beiträge. Und mit Instagram und Website hat er jetzt schon über 1.000 Euro online verdient, neben dem Vollzeitjob als Familienvater und eigener Vermieter von Ferienwohnungen. Wie macht er das? Also wie gesagt, im Interview können wir ihn da noch viel mehr löchern, aber wenn wir schon mal drauf schauen, Affiliate Links. Ein Punkt, so wie immer, kennt ihr wahrscheinlich schon. Also er sagt, was für ein Bett brauche ich für meine Ferienwohnung, was eignet sich und warum, Höhe und so weiter. Und irgendwann komme ich dann eben auch zu Produkten und sage, hey, ich empfehle dringend einen zusätzlichen Einsatz von Matratzenschonern beispielsweise. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man das schon links unten, oder ich kann es auf jeden Fall sehen, ist es ein Amazon.to Link, das heißt ein Affiliate zu Amazon. Und wenn ich hier jetzt draufklicke, dann finde ich diesen Matratzenschoner, den er empfiehlt. Und wenn ihn jemand kauft, bekommt er eine Provision. Er hat mir gerade noch eine Sprachnachricht geschrieben. Von Amazon waren es jetzt schon über 300 Euro an Provision. Das kommt ja immer monatlich als Abrechnung. Er hat natürlich nicht nur Matratzenschoner, sondern auch teurere Produkte, wie zum Beispiel komplette Boxspringbetten. Hier geht es direkt zum Hersteller. Auch mit diesen Bettenherstellern, sei es jetzt nicht über Amazon, hat er schon eine Kooperation. Sieht man auch auf Instagram, gibt es mit einem Code von ihm personalisiert. Und das Ganze auch wieder interessant. Er hat also auf der Website Artikel verfasst. Und diese Artikel werden, sobald die Besucherzahlen erreicht sind, was relativ schnell der Fall sein wird, VGWort-Einnahmen. Das heißt, ab nächstem Jahr bekommt er schon die ersten VGWort-Einnahmen für diese Blogartikel. Zweitens, wenn jemand die Matratzenschoner-Links, Betten-Links anklickt, bekommt er die Affiliate-Provision von Amazon. Und er hat noch eine dritte Sparte, nämlich auf Instagram. Und auch hier seht ihr wieder ein Beispiel, dass die Followerzahl gar nicht entscheidend ist. Mit 350 Followern hat er trotzdem hier einen Link in seiner Bio platziert, wo er zum einen eine Einkaufsliste verlinkt hat, also seinen Blog. Wer hier kauft, bekommt Affiliate-Provision. Zum zweiten hat er die Kooperation direkt mit GK Schlafsysteme. Das heißt, es gibt einen Rabattcode, der auf ihn gemünzt ist. Und er hat noch ein Abo verlinkt, bietet aber auch noch Coachings an. Und zwar hat er gemerkt, es gibt so viele für 5.000 Euro Airbnb-Lösungen, Videokurse, die aber uninteressant sind für ihn oder seinen Bekanntenkreis, sondern vielmehr sind es Leute, die einfach ein bisschen an die Hand genommen werden wollen und die möchten ein 1:1 Gespräch mit ihm einfach mal haben. Deshalb hat er das jetzt mal angeboten. Kann man natürlich nicht unbegrenzt skalieren, aber man lernt auch wieder ganz viel. Das heißt, er hat einfach auf Instagram gesagt, yo, wer hier starten möchte mit Airbnb, Ferienwohnung, ihr könnt mal mit mir quatschen. Und da verrechnet er dann 100, 200, 300 Euro und hilft den Leuten. Und dadurch lernt er auch noch gleich mehr und sagt, hey, alle fragen mich das, ich könnte ein E-Book machen, ich könnte einen Videokurs machen, der aber nicht so riesig ist, sondern kleiner ist, viel pragmatischer, was auch immer. Also das Faszinierende für mich wieder, auch toll umgesetzt, optisch nice, wenig Schnickschnack, aber eben Mehrwert, sowohl auf der Website als auch auf Instagram. Und nach einigen Monaten hier schon über 1.000 Euro
Und sein Ziel, und das halte ich absolut für realistisch, sind nächstes Jahr 1.000 Euro pro Monat mit dem Konstrukt Instagram plus Website. Und ja, wenn euch das Projekt näher interessiert, Sebastian, auch super sympathischer Kerl, er hat schon gesagt, er wäre bereit auch für ein Interview hier auf YouTube. Also wenn euch das interessiert, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, dann organisiere ich das. Und ansonsten, ja, falls dich das ebenfalls interessiert, mit einer Website zu starten. Wie gesagt, Sonne, Strand und am Laptop ein bisschen klicken, das ist einfach irgendwie für viele dann doch erstrebenswert, wenn es auch nur ein Monat im Jahr ist oder länger. Aber Website-Business für mich immer noch das Geschäftsmodell auch dieses Jahr. Wenn dich das Ganze interessiert, vergiss nicht, dich ins Webinar einzutragen. Würde mich freuen, wird, glaube ich, eine coole Nummer. Und dann zum Strand. Heute Abend treffe ich noch einen Kumpel, der bei meinem früheren Arbeitgeber noch arbeitet, aber jetzt als Expat für 3 Jahre hier in Valencia ist. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß, dein Florian.